Siehst du? So einfach ist es. Ah. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Heute in ungewohnter Atmosphäre und ich habe mal wieder einen Gast, und zwar habe ich die liebe Jelena dabei. Hallo, vielleicht kennt man mich. Genau, wir haben ja vor einer Weile schon mal zusammen gedreht, aber für alle Neuen stelle ich dir nochmal vor. Ich bin Jelena, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Bei mir dreht sich alles um DIY und Einrichtung. Also es geht mehr so in die handwerkliche Richtung. Ich renoviere permanent meine Wohnung und teilweise auch andere. Und lass mir ab und zu von Nastja mal so ein bisschen nähen beibringen. Und wir haben ja vor einem Jahr, anderthalb Jahren zusammen, ja, irgendwas dazwischen, schon ein paar Videos gemacht. Schaut da auch mal vorbei, ich verlinke euch die. Wo wir den Bügeltisch gebaut haben und den Garnrollenhalter und so ein Regal. Und heute, deswegen sitzen wir auch hier, sitzen wir in meinem Wohnzimmer. Und zwar habe ich diese Wand ja auch beim Einzug gemalert und da sollte immer mal irgendwie was Cooles ran. Und wie lange wohnst du hier schon? Ja, anderthalb Jahre halt. Ne? Gut. Ich habe so vier grobe Ideen für Dinge, die man an die Wand hängen kann. Ich habe mir bestimmt einen sexieren Titel bis dahin überlegt, den findet ihr dann unter diesem Video. Das ist heute keine so krass durchdachte Anleitung. Dafür bin ich ja Expertin. Sondern wir schießen das Holz ein bisschen aus der Hüfte und gucken mal, was draus wird. Was auf jeden Fall klar ist, ist das Farbkonzept. Weil hier alles sehr blau und grau ist, sind das die Farben plus ein bisschen weiß und ein bisschen Holz, aber mehr ist nicht. Genau, und dadurch, dass wir einiges nass machen müssen und färben und so weiter, werden wir heute anfangen und morgen weiter drehen. Das wird also irgendwo einen Cut geben. Und ganz wichtig, ihr findet natürlich auch bei Jelena ein Video. Genau, wir haben eine Tasche genäht aus Leder. Aus Leder, also schaut da unbedingt auch mit vorbei. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Näh- und Bastelzimmer und legen los. Ja. So, da sind wir. Wir wagen uns jetzt erstmal an das erste Projekt. Und zwar habe ich mir vorgestellt, so ein Stoff-Wandhänge-Dings mit Leisten. Ja, das ist ja an sich nicht so schwierig. Was ich besonders interessant finde, wir wollten so einen Ombre-Effekt in den Stoff reinbringen mit Textilfarbe. Und das dann zeigen wir euch gleich alles. Auf jeden Fall, dass es so einen Verlauf gibt von dunkel nach hell. Dachte ich, dann schneiden wir irgendwie zu und nähen wir andersrum wieder zusammen und dann mal gucken. Was wir dafür brauchen oder was wir uns jetzt erstmal hingelegt haben, mal gucken, was wir nachher wirklich brauchen, ist auf jeden Fall ein Stoff. Ich habe jetzt hier so einen besonders groben Leinen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist super grob und super schön von der Struktur. Was zum Zuschneiden, wir werden das mit dem Rollschneider machen. Dann brauchen wir auf jeden Fall halt was zum Färben. Das heißt Textilfarbe. Wir haben jetzt hier Grau und Blau, dass es dazu passt. Dazu halt irgendwie eine Tüte zum drunterlegen. Dann habe ich jetzt ein Gefäß zum Färben. Ich nutze jetzt hier tatsächlich einen Blumentopf, einfach weil es dunkel ist und ich nichts Helles nehmen wollte und das da gerade stand. So. Dann brauchen wir Leisten. Kannst du dir das überhaupt leisten? Alleskleber. Wir haben jetzt hier noch so eine kleine, wie nennt man die, Haken? Bilderhaken. Dann Schnur zum Aufhängen, ein Hammer für die Haken und dann gegebenenfalls Nähmaschine, Garn und Schere. Das ist der Teil, der noch nicht so ganz so ausgeklügelt ist. Genau, das steht noch nicht so. Schneiden jetzt zu. Genau, die Breite ist letztendlich so breit, wie unsere Leiste ist. Das sind in dem Fall wahrscheinlich 40. 50. Das ist eine 50er Leiste. Und Länge dann halt wahrscheinlich so 70 oder sowas. Gucken wir gleich mal. Hattest du da schon eine konkrete Vorstellung mit der Länge oder gucken wir mal was? Gucken wir mal. Gut. So, jetzt breiten wir den erstmal aus hier. Der franst übrigens tierisch aus. Ich finde das mega cool. Der wird auch noch mehr ausfransen. Wenn man das nicht mag, sollte man ihn natürlich vorher säumen oder dann danach. Also irgendwann säumen. So, der läuft jetzt endlich auch noch ein bisschen ein. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leisten ein Stück drüber schauen. Also. Ach geil, das hat hier sogar so ein... Sehr praktisch, sehr praktisch. Wir können das jetzt färben. Was ganz wichtig ist, bei dem Stoff merkst du auch so ein bisschen, dass der sich so ein bisschen glatt anfühlt. Da ist irgendwas drin. Das heißt, den würde ich auf jeden Fall vorwaschen. Was bedeutet das, vorwaschen? Eigentlich müsstest du ihn in der Maschine vorwaschen. Dann kommt er aber komplett ausgefranst zurück. Okay. Ich wasche ihn jetzt einmal mit der Hand einmal kurz durch. Das heißt, in warmes Wasser mit ein bisschen Seife und dann verliert er das und lässt sich auch super färben. Ich habe mich mal schnell umgezogen. Nastja hat mir netterweise ein T-Shirt geliehen, weil das war mir dann doch zu heikel. Von meinem Lieblingskünstler. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer es ist. Färben ist immer Hersteller, guckt auf eure Herstellerangaben. Bei uns ist jetzt super easy, wir brauchen irgendwie einen Topf, heißes Wasser, 60 Grad. Wir haben jetzt heißes Wasser und schütten da... Haltet euch bitte ganz streng an die Herstellerangaben. Sonst wird es eine andere Farbe. Ich hau da jetzt alles rein. Kann man das auch mit Tinte machen? In diesem Fall? Sieht aus wie... Die Farbe ist ähnlich. Es ist sehr tintig, ja.
Weil es doch zieht sich ein Stück, okay, aber nicht viel. Aber nicht sehr viel, nee, das stimmt. So. So, bis dahin und nicht weiter. Genau. Und eigentlich soll man das 60 Minuten drin lassen. Und dann dachte ich mir so, ja, alle 10 Minuten raus. Aber ich habe das gestern schon mal probiert und das war dann so weiß, hellblau und dann zwei Drittel dunkelblau. Also da waren überhaupt keine, ich kann euch das gleich mal zeigen, aber überhaupt keine Abstufungen mehr drin. So, meine Assistentin hat sich mal vorbereitet, mein Ergebnis von gestern mit diesem wunderschönen Farbverlauf bis hier. Ah, guck mal, aber jetzt, es wird schon schwächer, oder? Und ich dachte mir, dass wir danach das gleiche nochmal in grau machen, weil wir haben eine zweite Farbe und die dann gegeneinander irgendwie mal gucken, was wir dann machen. So, ganz wichtig ist, dass wir das dann gleich unter klarem Wasser auswaschen, solange bis keine Farbe mehr rauskommt. Ah. Das dauert auch ewig. So, wir sind fertig mit dem Auswaschen und wir schauen es uns mal an. Also durch das Auswaschen hat sich die Farbe noch bis oben gezogen, was ganz cool ist. Ja. Also dann ist oben nicht so die Kante. So, es ist jetzt ein Tag später. Es ist alles getrocknet. Wir haben uns auch umgezogen. Genau. Und ich habe auf jeden Fall das Ganze nochmal mit einem Stück weißem Stoff gemacht, weil ich mir jetzt doch überlegt habe, dass ich irgendwie alle drei Farben drin haben will. So, ich habe, oder wir haben uns das Ganze jetzt erstmal nochmal auf Papier übertragen, das heißt die Größe von den Stoffen, damit wir uns das vorzeichnen können, weil wir die Nahtzugaben ja nicht vergessen dürfen und es einfacher ist, dann mit Schnittteilen zu arbeiten. Jetzt legen wir das erste Schnittteil auf den ersten Stoff und schneiden quasi 1 cm von dieser Kante entfernt den Stoff zu. Sehr auch schön. Und das machen wir jetzt auch noch mit den anderen zwei Stücken. Wir müssen uns die Sachen natürlich rechts auf rechts zusammenlegen. Das heißt, wir klappen das Ganze einmal hier rauf. Wonderclips fest, man könnte euch auch Stecknadeln nehmen. Sehr gerne. Und jetzt nehmen wir diese Naht einmal ab mit einem Zentimeter, Zentimeter Nahtzugabe und dann diese. Du kannst ja schon mal das Bügelende einstopseln. Das Bügelende einstopseln? Das Bügelende, das Bügeleisen. Ich bin ja immer noch ein Riesenfan von diesem Bügeltisch, weil ich einfach so nähen, bügeln, nähen und so weiter. Das ist, man muss nicht mal aufstehen, das ist großartig. Bügel die Nahtzugaben auseinander. Also wir schneiden es jetzt gerade zu. So, wir haben das jetzt zugeschnitten. Das ist, wir hatten relativ viel Verlust jetzt, aber ist halt so. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Und wir werden jetzt ganz MacGyver-mäßig das einfach nur ankleben. Und auch nicht zwischen zwei Leisten. Sonst macht man das so zwischen zwei Leisten, ne? Ja, so kenne ich es, dass man es dann irgendwie die beiden Leisten zusammenschraubt oder so. Aber Kleber ist getrocknet, by the way. Genau. Bombs. Das ist gut. Hält. Sitz, passt, wackeln, hat Luft. So, jetzt brauchen wir nur noch diesen. Das ist Kordel, das gute Kordel? Kordel, irgendwas. Kordel. Schnur. 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 Und damit hängen wir es dann auf. So, kommen wir zur zweiten Wandhängedings-Idee. Und diesmal geht es um Aquarell. Und zwar wollte ich so ein eigentlich relativ Standard, so verworrene Aquarellwolke. Das, was ich schon tausendmal probiert habe, stundenlang abends. Probiert. Ja, ich auch. Tausendmal ist nichts geworden. Das kenne ich hier zum Beispiel nur aus Instagram-Stories von diversen Aquarell-Leuten. Ja, genau. Das ist quasi flüssige Wasserfarbe einfach. Ich habe aber auch normale Aquarellfarbe. Ich hätte auch noch Brush Pans, die kann man dafür auch nutzen, weil die sind auf Wasserbasis. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Aquarellpapier. Wir werden das in sehr groß machen, deswegen habe ich jetzt A2 großes Aquarellpapier. Das ist nicht die beste Qualität, aber ich habe keine bessere gefunden, deswegen nehmen wir das jetzt. Genau, und dann würde ich da gerne einen Spruch raufschreiben. Das mit Fixogum vorzuschreiben, das habe ich schon mal in einem Video benutzt. Das ist so ein Kleber, den kann man danach, wenn der getrocknet ist, einfach wieder wegrubbeln, auch von Papier. Genau, wie ein Maskierstift. Ja, und sowas habe ich nicht da und deswegen müssen wir jetzt gucken, ob man mit einer Klebertube gut lettern kann. Was wir noch brauchen auf jeden Fall sind Pinsel und zwar Aquarellpinsel.
Da habe ich sogar zwei gute für jeden einen und Wasser in verschiedenen Näpfchen zum Auswaschen und für die verschiedenen Farben. Und Küchenrolle ist auch immer gut. Das ist und jeder hat so ein jeder hat klares. Genau. Einen klaren. Prost. Also hier haben wir so kleine Pipetten. Ah. Aber dieses Ausgefranste magst du nicht. Das ne? mag das ich nicht so, weil das sieht immer aus wie eine Krankheit, finde ich. Ich finde halt diese Fleckenränder schöner als dieses, ja, oh, ich bin ein Pilz und ich kann mich auffressen. Mhm. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, was für einen glorreichen Spruch ich darauf machen möchte. Ach, ich habe mich für Love entschieden. Wie? Nein, Quatsch. Nein, der Klassikspruch bei uns ist, was gibt's zu essen? Das wird der Spruch, den ich jetzt ich da ziemlich gut. Liebevoll rauflettere. Aber je größer man schreibt, desto einfacher wird es tatsächlich. Genau, das habe ich probiert und die war mir dann irgendwie ein bisschen zu flüssig. Also das war hier, das hier. Hm. Das ist das. Und dann gehst du auch noch mit Wasser drüber. Ja, oder mit Farbe oder... Ja, nur mit nach Technik, ey. Ich mach mal einfach irgendwas. Nee, ja, wie es halt... Ja. Kannst du auch mal probieren? Also, ich habe das jetzt einfach so gemacht. Ich habe mit relativ viel Wasser in der Farbe angefangen und dann teilweise einfach ein bisschen bewegt, damit es verläuft und teilweise auch ein bisschen trocknen lassen und bin dann nochmal mit Wasser rein oder wahlweise auch nochmal mit Farbe, wenn es ein bisschen angetrocknet ist. So dass man halt so Flecken kriegt, die so unterschiedlich Farbintensität haben. Aber du hast angefangen mit mehr Wasser, ne? Ja, ich fange aber jetzt auch mal mit der Farbe an. Ich gebe erst die Farbe drauf und dann. Und dann nochmal mit Wasser drüber? Dann gehe ich mit dem nassen Pinsel halt drüber. Mhm. Fertig! Nein, es geht so. Also, ja, wir sind halt keine Profis, so wir haben da jetzt irgendwas gemacht. Das ist aber das ist schon cool. Wesentlich näher an dem, was ich mal im Kopf hatte, dran, als alles, was ich jemals gemacht habe. So, wir haben das Ganze jetzt gut durchtrocknen lassen. Es ist einen Tag später. Das wird jetzt in dem Video immer hin und her springen. Und was ich jetzt noch machen muss, ist den Kleber abzurubbeln. Das macht ja Bock. Schade. Ich finde auch ganz schön, dass es so einen leichten Wüst-Look hat hier und diese, ja, das ist cool. Diese Riesen zu sehen sind. So, und dann jetzt noch ein Rahmen, ne? Genau, und da der Rahmen ein bisschen kleiner ist, schneide ich es erst noch zu. Achso, okay. Ich hatte es mir ein bisschen cooler erhofft. Mit dem Aquarell, aber passt. Mal gucken, wie es gerahmt ist. Gerahmt sieht es ja immer gleich schön. Ja, ja, voll. Ihr seht es zuerst. Ja, cool. Das ist ganz nice. Mhm. Kann man mal machen. Kann man machen. So, wir sind zurück. Idee Nummer 3. Dachte ich mal, weben. Was wir uns jetzt parat gelegt haben, ist dieser runde Webrahmen. Dann Wolle in Blau, Grau und Weiß und dieses Webzwirn. Mhm. Keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Eine Webnadel und eine Schere. Mhm. Genau, der hat hier so kleine Rillen. Mhm. Und da können wir das dann aufziehen und gucken einfach mal, wie das funktioniert. Genau, und wir haben vorhin überlegt, ob wir, weil die Wolle so dick ist, nur jede zweite Rille bespannen. So, und jetzt muss ich genau das Gegenüberliegende finden. Mhm. Der, oder? Ja, denke. Sieht gut aus. Und jetzt zwei weiter. Mhm. Und webt man dann nur auf einer Seite oder webt man dann auf beiden Seiten? Es entwickeln sich schon viele Fragen. So schnell kommen schon unlösbare Probleme. Warum sind die beim Weben bitte jeweils nur eine Ebene benutzen? Siehst du? Sie bitten uns ganz freundlich darum. Na gut. Ja, das passt. Das sieht doch wunderbar gleichmäßig aus. Ich würde das tatsächlich auch noch mal in der Mitte so ein bisschen festbinden, damit wir so einen festen Mittelpunkt haben. Ich probiere das jetzt mal. Mach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Voll aufregend. Also immer eins drüber, eins drunter, ne? Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir richtig wieder rauskommen überhaupt. So. Der Anfangszipfel wird professionell nach hinten geführt.
Das vierte Projekt. Das vierte Projekt. Weil ich hier noch am dritten beschäftigt bin und das noch eine Weile dauert, machen wir schon mal weiter. Ich hatte gedacht, ich hatte diesen wunderschönen Quiltrahmen. Das ist also kein Stickrahmen, sondern ein Quiltrahmen. Der ist wesentlich dicker und viel größer. Und da hätte ich auch gerne Wolle dran. Auch wieder in den Farben. Und unten ist so die grobe Idee, also dass die so ein Meterchen hängt oder so und unten dann so zugeschnitten wird und so ein Wimpel ergibt, so ein Dreieck-Dings. Sag mal was an, so längenmäßig. Ja, doch, so ist ganz so. Nice. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal auf Grau. So, und für einen Farbwechsel würde ich jetzt einfach eine andere Wolle einfach anknoten. Mach's mir einfach. Zwischenstand, ich bin mittlerweile auf zwei Farben umgestiegen. Und das sieht aber cool aus, finde ich. Ja. Wird dann so ein bisschen vermuschelt da. Mal gucken. Ich lasse einfach meiner Kreativität freien Lauf und lebe da wild drin rum. Und ich bin jetzt schon mal mit der Mitte hier fertig. In der Mitte sollte ja weiß sein. Jetzt schneide ich von den grauen noch mal doppelt so viele Fäden zu wie von dem weißen, weil wir wollen es ja symmetrisch machen. Also hier noch mal grau und hier noch mal grau. Und das Ganze dann noch mal für das Blaue. Ich mache das übrigens so, dass die Knoten immer hinten liegen. Von den Stückchen, dann sieht man nämlich den Übergang gar nicht. So, ich bin jetzt fertig mit Dranknoten, so sieht das jetzt aus. Und dann wollten wir das ja noch so ein bisschen wimpelartig zuschneiden. Ein bisschen hat es die Form ja schon dadurch, dass hier so eine Rundung ist und das hier ein bisschen weiter oben ist und dadurch kürzer. Aber das schneiden wir jetzt nochmal zurecht und wir machen das zusammen, ne? Wir machen das zusammen. Ja, ist doch gut. Das ist okay. Damit kann ich leben. Du wolltest sagen, lass mich raten, du webst jetzt noch ein bisschen. Ja, ich web jetzt noch ein bisschen und dann drehen wir den Rest morgen weiter. Genau. So, nächster Tag. Fertig. Genau, ich habe das fertig gewebt mit einigen verschiedenen Wollfarben noch. Ich habe hier einfach noch wirklich auch verschiedene Wolle mit einbezogen. Ich habe hier noch hier so ein bisschen dünnes Garn genommen. Ich habe noch so ein Textilgarn genommen, was ziemlich schön aussieht in der Struktur. Und ich habe auch zwischendurch so Knötchen gesetzt, damit die Struktur sich auch nochmal ändert. Mhm. Und das Ende habe ich dann einfach, hinten sieht es jetzt nicht ganz so schön aus. Hängt ja eh an der Wand. Genau, mit einem anderen Faden verknotet, sodass der Faden gesichert ist. So, hier sitzen wir nun. Wir haben ja jetzt alles angebracht. Es ist sehr schön, finde ich. Es ist sehr schön. Ich muss mich noch dran gewöhnen, weil die Wand natürlich vorher sehr nackt war. Es ist irgendwie mehr Indianer geworden, als ich dachte. Aber das ist immer so, das geht immer in so eine Richtung, wenn man mit Wolle was ja, macht, finde ich. Ja. Also ich hatte es schon so im Kopf, aber ich empfinde es schöner, als ich es im Kopf hatte. Okay. Wir haben jetzt die ganzen Sachen nicht mit Nägeln angebracht, sondern ich bin halt so ein Riesenfan von Klebenägeln, wenn ihr wüsstet, was in dieser Wohnung, alles mit Klebenägeln, fast alles. Ist alles. Und damit die nicht so ganz so auffallen, haben wir sie blau angesprüht vorher. Der guckt jetzt zwar vorher noch das Weiße unten durch, vielleicht klebe ich das nochmal irgendwie ab. Mal gucken. Aber mit dem blauen Klebenagel ist das schon mal ein bisschen unauffälliger. Ja. Dann schaut auf jeden Fall bei dem Video von Jelena vorbei. Da ja, haben wir nämlich mit Leder genäht, eine schöne Ledertasche. Und wir machen bestimmt auch bald wieder. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass es mehr Videos mit uns zusammen gibt und was wir so machen sollen. Genau. Ich habe auf Instagram, haben viele geschrieben, wir sollen eine Challenge machen. So irgendwie was Lustiges, Spielerisches quasi. Wollt ihr das? Gut, dann bis nächste Woche. Am Dienstag wieder hier, gleiche Stelle, gleiche Welle, 12 Uhr. Und bis dahin. Tschüss! Tschüss.